Heute beim Elektrischen Reporter: Lokales, Karikiertes und Archiviertes. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Die Zeitungen sterben von unten nach oben. Zuerst gehen die kleinen Lokalblättchen von uns, die Kreiszeitungen und Regionalpostillen. Oft genug bleiben nur noch zombieske Lokalteile übrig, die von ortsfremden Redaktionen aus der Ferne befüllt werden. Können neue lokaljournalistische Online-Angebote diese Lücke füllen? Um diese Frage geht es in unserem ersten Beitrag. Isabella David ist sauer. Sauer auf die Lokaljournalisten in ihrer Heimatstadt Hamburg. Denn die schrumpfenden Redaktionen von Morgenpost, Abendblatt und Co. berichten über ihren Stadtteil eigentlich immer das Gleiche. Schießereien, Messerstechereien und Straßenschlachten. Aber statt sich täglich bei der Zeitungslektüre zu ärgern, wird sie aktiv und gründet eine neue Lokalzeitung für Hamburg. Die heißt Mittendrin und erscheint ausschließlich im Internet. Mit wenig Geld schließt ihr Online-Projekt die Lücke, die der Niedergang der Printmedien hinterlässt. Mit Reportagen aus der Nachbarschaft. Da gibt es einfach viele Dinge, über die gar nicht gesprochen wird und über die man aber sprechen müsste und die die Leute deshalb auch gerade interessieren. Und deswegen haben wir einfach wirklich gedacht, es muss noch eine zusätzliche unabhängige Alternative zu anderen Medien geben. Wie wichtig guter Lokaljournalismus sein kann, hat Mittendrin bereits bewiesen. Vor rund einem Jahr heißt es in der Hamburger Presse fast einstimmig, drei Polizisten seien auf der Davidwache in St. Pauli von einem autonomen Mob angegriffen worden. Mittendrin-Leser wie der Sozialarbeiter Steffen Jörg erfahren eine andere Version der Geschichte. Und sie freuen sich, dass die Online-Reporter nicht wie viele andere Pressemedien die Polizeipressemitteilung von dem Angriff auf die Davidwache einfach unkritisch abgeschrieben haben und wiedergegeben haben, sondern genauer hingeguckt haben und nachgefragt haben und Fragen aufgeworfen haben, die dann auch interessanterweise von anderen Medien aufgenommen wurden. Es ist die Arbeitsweise des Online-Magazins, die diesen Skandal aufzudecken hilft. Denn anstatt wie die meisten ihrer Printkollegen Nachrichtentexte vor allem auf der Grundlage anderer Texte zu erstellen, gehen die Netzreporter ganz altmodisch einfach vor die Tür. Wir sind nicht diejenigen, die alles vom Schreibtisch aus machen wollen. Manchmal bleibt das natürlich nicht aus, aber wir sind nicht diejenigen, die nur eine Pressemitteilung irgendwie verwursten wollen, sondern wir wollen rausgehen, wollen mit den Menschen sprechen, wollen wirklich vor Ort gewesen sein. Sogenannte hyperlokale Blogs und Magazine gibt es nicht nur in Hamburg. Immer mehr Menschen widmen sich der kleinteiligen Berichterstattung aus einem bestimmten Bezirk, Stadtteil oder Kiez. Meistens nur mit einem oder zwei Redakteuren, die gleichzeitig Reporter, Fotografen und Community-Manager sind. Die Berliner Prenzlauer Bergnachrichten gehören zu den Pionieren dieses Trends. Und die Prenzlette lesen nicht nur Exilschwaben, sondern auch einige Printkollegen. Nicht immer zur Freude von Gründungsredakteurin Juliane Wiedemeyer. Wir merken deutlich, dass wenn wir ein Thema gesetzt haben, dass es sich dann nach und nach, also wenn das eine gewisse Relevanz hat, dass sich das dann auch in den anderen Zeitungen wiederfindet. Und da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Die einen schreiben halt dann, ja, wie die Prenzlauer Bergnachrichten berichten. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich da plötzlich Zitate, die mir sehr bekannt vorkamen, in einer Zeitung wiedergefunden habe. Bei den Internetkollegen einfach abschreiben, sowas macht die Zeit nicht. Vielmehr kauft das Magazin bei den Online-Redakteuren der Kleinen Mittendrin ein. Einzelne Artikel übernimmt man hier gegen Bezahlung für den eigenen Online-Regionalteil. Auf diese Weise hat Redakteur Steffen Richter plötzlich zusätzliche Mitarbeiter, die er sich eigentlich nicht leisten kann. Und verfügt über ein Außenteam für Orte, an denen man echte Zeitreporter eher selten antrifft. Wir gehen natürlich auch hin und wieder in Versammlungen der Bezirke oder auch mal zu einem Stadtteilbeirat oder was auch immer. Aber das ist in der Regel dann eher anlassbezogen. So, das ist jetzt nicht so, wir sind nicht so viele Leute, dass man ununterbrochen in den ganzen verschiedenen Bezirken dauernd die Ausschüsse besuchen kann. Die alten Papierriesen und die jungen wilden Onliner können also durchaus zusammenarbeiten.
Die Kooperation bedeutet regelmäßige Einnahmen für die notorisch klammen Online-Journalisten und Lokalkompetenz für die überregionalen Zeitungshäuser. Niemand spricht dabei laut aus, wem wohl die Zukunft gehört. Dabei weiß es jeder. Während die Lokalzeitungen aus Papier ihre größte Zeit längst hinter sich haben, fangen die lokalen Onliner gerade erst an. Je suis Charlie lautete der netzweite Solidaritätsruf nach den Anschlägen auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo. Um eine Karikatur zum Mord an den Karikaturisten. Darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Naomi Föhrn. Ich bin Comiczeichnerin in Berlin und ich bin auf Twitter seit es angefangen hat, also wahrscheinlich doch im ersten Jahr schon. Und da bin ich zu finden unter Gnome Home. Von den Charlie Hebdo-Anschlägen habe ich über Twitter erfahren. Das ist ja immer so, dass der Twitter-Feed dann plötzlich komplett voll davon ist. Natürlich auch, wenn sowas Drastisches passiert. Es ist, weil ich sehr viele Zeichner auch bei mir in der Timeline habe, war natürlich auch die Betroffenheit und die Anteilnahme nochmal eine andere. Und es war eben auch sofort bei allen die Frage, wie reagiert man drauf? Ich hatte eben eine Idee für die Zeichnung und die habe ich gezeichnet. Und dann war ich mir nicht sicher, ob ich die posten soll, weil es eben schwierig ist, den richtigen Ton zu treffen in so einem Fall. Und ich habe sie ein paar anderen Zeichnern gezeigt, habe die eben gefragt, was sie davon halten. Und dann habe ich den auf Twitter gestellt und da hat er sich dann auch recht schnell verbreitet. Und wir haben eben Allah in dem Fall, der den Kopf in die Hand gestützt hat und sagt, ey, es tut mir echt leid. Und er wird dann von den anderen Göttern getröstet, die sagen, ach, in meinem Namen haben die auch schon echt Kacke gebaut. Mir ist es eben wichtig, dass man das Ganze unter einem humanistischen Gesichtspunkt sieht und dass man eben sagt, es sind ja tatsächlich einfach alles Menschen und dass man das nicht aus dem Auge verliert und dass man eben nicht so dieses Wir und die und diese wirklich billigen Ressentiments, die dann auf einmal hochkommen, denen dann so viel Platz einräumt. Gesetzlich muss Satire alles dürfen. Weil jetzt auch nach diesem Charlie Hebdo-Attentat das Ding war, wir müssen das jetzt klären, darf man solche Karikaturen machen oder nicht? Und dann ist es ein für alle Mal geklärt. Und ich finde, das ist kein praktikabler Ansatz. Ich finde, es ist eine anhaltende Diskussion. Und die Diskussion muss immer weiter geführt werden, weil sobald keine Diskussion mehr stattfindet, findet auch weniger Nachdenken drüber statt. Und ich finde, das muss eigentlich sein. Archive. Unterirdische Katakomben voller Papier, in denen sich lediglich ein Archivar zurechtfindet, dessen Beruf ein Ansehen genießt, irgendwo zwischen Magier und Strafgefangenem. Dieses Bild schickt die Digitalisierung gerade in die Geschichtsbücher. Ein Vorgang, der nicht ganz ohne Probleme verläuft, wie unser nächster Beitrag zeigt. Jörg Wagner aus Berlin ist Radiojournalist und liebt Geräusche. Und er hat ein Ziel, ein Klangarchiv der DDR aufzubauen und für die Nachwelt zu erhalten. Damit sich die Menschen auch in 100 Jahren noch am Sound des Sozialismus erfreuen können. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601. Also ich sammle eigentlich alles, was sich irgendwie mit Tönen speichern lässt. Das kann eine alte Frösi-Schallplatte sein, das ist eine uralte Kinderzeitschrift aus der DDR. Das kann auch ein Trabi-Geräusch sein, weil die Trabis werden irgendwann mal aussterben und dann hat man den Trabi konserviert und kann ihn immer wieder abspielen und sagen, so klang der mal. Aber Hobbyarchivare wie Wagner haben ein Problem. Den Zahn der Zeit. Denn egal ob Schallplatte, Kassette, CDs oder Festplatte, keines seiner Speichermedien ist für die Ewigkeit gemacht. Und deshalb hat er nicht nur Freude an seinen Schätzen, sondern auch Angst, diese wieder zu verlieren.
Bei mir sind inzwischen in meinem Leben 4 schöne große Festplatten, die auch vom Hersteller als super langlebig charakterisiert wurden, mittlerweile weggeraucht. Aber letzten Endes ist das nach wie vor so eine Art Nitroglycerin-Russisch-Roulette-Geschichte, dass man nie weiß, wann geht was hoch. Wagner hat sich daran gewöhnen müssen, dass es in seinem Archiv die hundertprozentige Datensicherheit nicht geben kann. Aber Festplattencrashs bedrohen nicht nur private Datenschätze. Auch staatliche Archive kämpfen gegen Erdmagnetismus, Luftfeuchtigkeit und Bandsalat. Fest steht, unser kollektives Gedächtnis ist in Gefahr. Jens Niederhut gibt als Archivar beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen kein Audio- und Videoschnipsel über den SED-Überwachungsstaat verloren. Trotz denkbar schlechter Voraussetzungen. Wir haben die Bänder schon im Zustand übernommen, der nicht optimal war. Sie sind schon bei der Stadtsicherheit oft benutzt worden, nicht optimal gelagert worden. Das heißt, da sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo diese Zerfallsprozesse nicht mehr zu stoppen sind. Im Stasi-Archiv lagert, was das ostdeutsche Regime während der Wende am liebsten noch schnell vernichtet hätte. Die Akten seiner Spitzel, aber auch viele Ton- und Videodokumente, Abhörprotokolle und Mitschnitte von Vernehmungen. Das historisch einmalige Archiv eines Überwachungsstaats. Vieles davon ist weder erschlossen noch digitalisiert. Und als wäre es nicht schon schwierig genug, diesen Bestand für die Nachwelt zu erhalten, haben Niederhut und seine Kollegen ein weiteres Problem. Die technisch längst überholten Video- und Tonformate überhaupt abzuspielen. Deshalb muss nicht nur das Archiv selbst, sondern auch ein Gerätepark von vorgestern in Schuss gehalten werden. Wir kaufen Ersatzteile überall dort, wo wir sie bekommen können. Das heißt online, auf dem Flohmarkt, bei Sammlern. Aber damit wird natürlich irgendwann Schluss sein. Also die Technik verschwindet nach und nach. Reinhard Altenhöhner ist bei der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt verantwortlich für die Langzeitarchivierung des Bestandes. Hier speichert man die Daten gleichzeitig in mehreren Großrechnern, verteilt auf unterschiedliche Standorte. Angst, die Daten zu verlieren, hat Altenhöhner zwar nicht, dafür aber eine andere Sorge. Wer kann diese Dateien in 100 Jahren noch lesen? Je ungewöhnlicher ein Format, desto schwieriger ist das. Manchmal gibt es Formate, die hängen an einer Firma und die Firma ist meinetwegen in Konkurs gegangen und es gibt nichts mehr auf neueren Betriebssystemumgebungen, was man da nutzen könnte, dann haben wir ein Problem. Beim Digitalisieren von Büchern, Musik und Filmen setzen Archivare deshalb inzwischen auf offene Standards, die gut dokumentiert sind. Viel schwieriger zu erhalten ist Software, etwa alte Lernprogramme. Auch diese soll die Nachwelt noch daddeln können. Da beginnt dann wirklich die große Suche. Es kann sein, dass man wirklich nur mit dem Emulator weiterkommt. Eine Computerumgebung, die dann vorgaukelt der Software, ich bin hier noch deine alte vertraute Windows 95-Umgebung, ich habe die Treiber, die nötig sind, um eine Diskette anzusprechen oder so etwas. Egal, ob man ein Geräuscharchiv, die Stasi-Unterlagen oder einen kompletten Bibliotheksbestand erhalten möchte. Archivierung ist auch im Zeitalter vernetzter Serverfarmen mehr als ein Festplatten-Backup in der Cloud. Jeder neue Technikstandard bedeutet für Archivare ein neues Problem, auf das sie sich einstellen müssen. Und auch der Durchschnitts-PC-User zu Hause sollte hin und wieder nachschauen, ob seine Datenschätze überhaupt noch da sind. Das Schreiben soll man nicht übertreiben, das kostet bloß Papier. Wilhelm Busch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.